Willkommen zurück, Leute. Der wüstende Wüter wurde in Ketten gelegt und wir sind wieder frisch unterwegs am nördlichen Lagerplatz. Von hier aus kehren wir jetzt erstmal zurück, würde ich sagen. Gibt es eigentlich eine Schnellreise? Das wäre auch interessant. Ich bin mir da nämlich gar nicht so sicher. Wir sollen auf jeden Fall zurückkehren und Leute, es gibt interessante Neuigkeiten. Naja, man kann also nicht schnell reisen, alles klar anscheinend. Oder vielleicht, naja, natürlich, wir haben doch, Mensch, haben wir dann schon Teleportation gelernt? Ich habe Sven dann bisher noch gar nicht genutzt, natürlich haben wir Teleportation. Ah ja, jetzt, das sieht doch schon besser aus, okay. Jedenfalls, gute Neuigkeiten, Leute, das hat mich jetzt rausgebracht, dezent. Nach Galopolis geht es wieder zurück. Ein Orchester-Mod für das Spiel ist schon seit einer ganzen Weile in Bearbeitung und ja, laut den Entwicklern dieses Mods sollte das jetzt eigentlich innerhalb der nächsten Tage soweit sein. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Oh. Na sowas. My fellow Galopolitans, Faris, your prince, my son, our hero. Has vanquished the Slayer of the Sands. Alles klar, ja genau. Das haben wir ja geschafft das letzte Mal. Ich habe noch ein bisschen was anderes zu erzählen, aber das machen wir danach. Hey! Yeah, that's it! Yeah! The future of our kingdom is surely safe in the hands of one so gallant and chivalrous as he. Now come, heroic conqueror. Address your people! Beloved Galopolitans! Yes, I captured the beast, but I did not act alone. For it was your love, your adoration that gave me the strength I so needed! Yes! It is that same love that will allow me to continue serving you until my dying day. Friends, we have no need to be afraid. Prince Faris will protect us. Yes, yes! We have nothing to fear with the prince on our side! Faris! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Eskalation! Well, my boy, your people await. Let them see firsthand the fearless desert knight you have become. Father, I cannot. Repeat after me now. A knight's word? A knight's word is his bond, his kingdom, his master. Well, don't stop. He serves the weak untiringly, challenges the strong unflinchingly, and never retreats in the face of adversity. That's more like it. Now, my little principu, do you want to be remembered as a miserable coward or a hero who died fighting to the end? Bis zum bitteren Ende. Mal sehen. I wish to be remembered as a knight of Galopolis! Ah!
darling, you were wonderful. Amazing what you can do when you put your mind to it, huh? Wait, did you? I won't always be here to remind you what it means to be a knight, though. Better not go forgetting again, huh? Mm-hmm. Nett, nett. Das ist doch ein besseres Ende. A friend, where did you become so well-versed in the ways of chivalry? Are you a knight? Who, me? Don't be ridiculous, darling. I'm just a silly old jester. Silly old jester, jawohl. Das kaufe ich Ihnen ja nicht so ganz ab, aber mal sehen, welche Hintergrundgeschichte sich da verbirgt, Leute. Nun, er muss seinen Deal noch einhalten, das habe ich nicht vergessen, lieber Prinz Varys. Vater, it was he who rode my horse in the Sun National and he who captured the Slayer of the Sands. Forgive me. Varys, look at me. The burden that was placed upon you, it was more than any boy could be expected to bear. It is I who must apologize, not you. But rest assured that I have learned my lesson. I will not make the same mistake again. And it seems you have learned something too, despite your protestations. The bravery you showed was worthy of a true knight. Sir Hendrik will be happy to take one such as yourself under his wing, I am sure. Your dream will come true at last. I am so pleased for you. Hendrik? Wasn't that the name of the guy who was chasing us? Ah, but I am forgetting our guests. Father, these travelers came to Gallipolis in search of the rainbow. It is a royal treasure, of course. But surely you agree that they have done more than enough to deserve it. Certainly, certainly. But my boy, I sold the rainbow to a traveling merchant. Ach du meine Güte. Super. Das geht ja prächtig weiter. Einfach verkauft, jawohl. What? What would compel you to sell one of our most precious treasures? Are you blind, boy? Did you not notice the grandeur with which we celebrated this year's Sand National? We made a sacrifice for your sake. Father, I... Forgive me. All I can tell you is that the merchant to whom I sold the rainbow headed west towards Gondolia. This letter will grant you passage through the checkpoint that leads there. Perhaps someone can tell you what became of the branch. Ich find's irgendwie lustig. Es ist entweder ein mikroskopisch kleiner Brief, der so unter die Finger passt, oder er existiert einfach nicht, Leute. Schrecklich, oder? Chris erhält den Brief des Sultans. Oh ja, ich wollte schon immer einen unsichtbaren Brief haben. Juhu! Thousand pardons. I did not know that the rainbow was no longer in the kingdom. Truly, I did not. It is scant consolation, I am sure. But please, take this. Its value cannot possibly compare, but it has been prized by generations of Gallipolitan knights. It allows one to provoke distant foes into combat and is an excellent way to gain battle experience. Oh. So I am told. Sieh mal einer an, das klingt interessant. Was hat er denn da Feines? Huh? Oh, eine akkurate Armbrust? Wie interessant. Okay, spannend. You have done our kingdom a great service. Should you ever need our assistance, you need only say the word. And as for me, I will be sorry to see you leave. But I am sure there will be other Gollum... kindly travelers along soon enough.
Yes? Ja, super, Leute. Ja, super. Ist ja alles prächtig ausgegangen. Kein Schillerzweig. Prinz Faris hat sich nicht so hundertprozentig verändert. Ich meine, das war ja schon eine große Überwindung. Das muss man ihm ja zugestehen, das letzte Mal. Aber könnte nicht einfach komplett so werden. Das wäre vielleicht besser. Und natürlich noch ein bisschen Kampferfahrung dazu. Aber wie auch immer. Wir Galopolitaner stehen tief in deiner Schuld, Freund. Du hast sowohl Faris als auch mich selbst dazu gebracht, unsere Fehler einzusehen. Seine Schande, dass ich dich nicht mit dem Schillerzweig belohnen konnte. Aber nun, da du über meine Genehmigung verfügst, solltest du dem Händler westwärts nach Gondolia folgen können. Oh, und falls du auf deinen Reisen unserem Künstlerfreund noch einmal begegnen solltest, so richte ihm bitte unsere herzlichsten Grüße aus. Er besitzt die Seele eines Ritters. Ihn in Aktion zu erleben, hat mich an ein, zwei Dinge erinnert, die ich selbst schon vergessen hatte. Ja, ne? So allmählich kommt der Bierbauch, Leute. Oh, was ist denn das hier? Gar nicht aufgefallen. Hier ganz viele Fächer drumherum. Hui, naja, egal. Jedenfalls können wir jetzt weiter. Ist doch schön, oder? Alles klar. Gut. Nach Gondolia. Ja, auf jeden Fall, Leute, ich war ja vorhin so ein bisschen überrascht jetzt, dass die Cutscene kam, deswegen. Also, Orchester-Soundtrack, ne? Bald gibt's den Mod dafür. Und ich bin gespannt, ich werde es auf jeden Fall dann installieren und ich werde euch auch nochmal ein extra Video zeigen, wie das geht für alle, die da interessiert sind. Denn glaubt mir, der Orchester-Soundtrack ist nochmal deutlich bombastischer als das, was ihr hier bekommt. Und ich meine, damals zum Beispiel PlayStation 2-Fassung von Dragon Quest 8 hat er auch einen Orchester-Soundtrack spendiert bekommen. Und auch das Remake von Dragon Quest 5, was uns nicht erreicht hat, leider, was nur in Japan gibt. Aber gut, wie auch immer. Das nur so am Rande. Ich bin da jedenfalls ganz angetan davon, dass es endlich ein paar Leute gibt, die sich daran wagen. Das muss man natürlich definitiv. Da muss man sich mal bedanken, ne? Das muss man schon sagen. Sehr, sehr coole Sache. Und ich bin mal gespannt. Ich meine, es ist Unreal Engine 4 und wer weiß, was noch so an verrückten Mods kommen könnte für Dragon Quest 11. Ich bin da echt gespannt. Denn ja, das ist natürlich der Vorteil der PC-Version, das ist klar. Und da freue ich mich persönlich sehr drauf. Bin wirklich, wirklich gespannt, was da noch kommen mag. So, eine Sache wollte ich noch ansprechen. Jetzt habe ich selber total vergessen vor lauter Orchester-Track. Aber egal, das fällt mir schon wieder ein. Genau, das mit den Farmen und so werde ich ein bisschen schneiden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt heute das noch in einen Part einbauen werde. Ich glaube, das mache ich für den nächsten. Hier war doch so eine Armbrustschütze, ne? Warst du das nicht? Kann man bei dir was lernen? Ist das da etwa ein akkurater Armbrust, die ihr da habt? Ihr müsst es sein. Müsst derjenige sein, nachdem ich Ausschau gehalten habe. Ihr müsst der Armbrustbursche sein. Ja, das ist mein Name, Armbrustbursche. Wie hast du das nur erkannt? Ich bin Armin. Aber die meisten kennen mich als das Armbrust-Ass. Wenn es etwas gibt, das ich liebe, dann sind es Armbrüste. In meinem Bestreben, meine Leidenschaft mit der ganzen Welt zu teilen, habe ich überall in Erdria Ziele verborgen, an denen jemand wie ihr das Schießen üben kann. Also, mein werter Armbruster Subi, was meint ihr? Seid ihr bereit, zu einer Abenteuerreise aufzubrechen, die euch um die ganze Welt führen, da ihr Können auf die Probe stellen wird? Natürlich. Ich wusste, dass ihr einwilligen würdet. Ich konnte fühlen, wie sehr es euch juckte, eure treue Armbrust sinnvoll zu nutzen. Aber bevor ihr euch ins Abenteuer stürzt, will ich euch die Grundlagen erklären. Die Regeln sind ganz einfach. In mehreren Regionen von Erdria sind jeweils 5 Armbrustziele versteckt. Eure Aufgabe ist es, sie zu finden und abzuschießen. In jedem dieser Gebiete wird einer meiner Lehrlinge allesamt Bogenwichte warten. Okay. Für gewöhnlich halten sie sich in der Nähe von Lagerplätzen auf. Sprecht mit dem Wicht vor Ort, sobald ihr in sämtlichen Zielen einen Bolzen versenkt habt, um euch eure Belohnung zu holen. Also nicht vergessen, wenn ihr ein Ziel seht, dann schießt einen Bolzen hinein. Falls ihr es nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, befinden sich 5 Ziele gleich hier in der Gegend um Galopolis. Schießt ihr alle ab und redet dann mit meinem Lehrling am Lagerplatz. Aber ich hab nun genug geplaudert. Zieht los, Armbrust Azubi, und stellt euch eurem Schicksal. Beweist euer Können, indem ihr jedes Ziel abschießt und amüsiert euch gut, das werdet ihr ganz bestimmt. Okay, alles klar. Das kann man mal so nebenbei machen. Stimmt, das Rennen. Weil ihr meintet ja, man hätte das auch üben können. Man kann anscheinend auch nochmal irgendwie zur Rennbahn gehen. Ich muss mir das mal kurz angucken. Würde ich nämlich sehr gerne machen, vor allem wenn es da so ein paar Sachen zu gewinnen gibt, ist das natürlich ganz gut. Aber wo kann ich das starten? Eine sehr gute Frage. Was ist mit dir hier?
Ja, ist klar, ist klar, ist klar. Was ist mit dir? Ah ja, Typhoon hat sich erholt. Er wurde ja, glaube ich, hier quasi ersetzt durch Sylvando, sein englischer Name. Weiß nicht, was ich besser finde. Klingt eigentlich auch ziemlich cool, muss man sagen. Hat irgendwie was. Rionaldo, naja, passt vielleicht besser zu einem Zirkusartisten oder Narren, wie auch immer. So, oder kann man jetzt einfach durchrennen? Ach, das kann natürlich sein, ne? Ja, das würde durchaus Sinn ergeben, dass man dann einfach quasi hier durchgeht. Ich auch noch ein bisschen umgucken. Nö, hier ist nichts mehr. Schade, hätte man gut was verstecken können. Aber dann gucken wir uns das doch mal an. Ah, Rennbahn von Galopolis. Tatsächlich habe ich genau das nicht betreten. Wow, ich war so sorgfältig und das ist mir tatsächlich entgangen damals. So, beim Stand neben der Bahn anmelden, wenn wir teilnehmen wollen, das machen wir. Erstmal nochmal ein bisschen quatschen. Ich werde das nächste Dünen-Derby gewinnen. Merkt euch meine Worte, darauf könnt ihr euer Haus verwetten. Mein Freund, ich heiße euch auf der weltberühmten Rennbahn von Galopolis willkommen. In dieser Liste sind alle Rennen verzeichnet, die wir derzeit veranstalten. Sie unterscheiden sich in ihrem Anspruch und in ausgelobten Preisen. An welchen davon möchtet ihr teilnehmen? Nehmen wir doch mal die Bronze. Liga. Okay, viel Glück, mein Freund. So, ich meine, da stand ja immer X. Unterstützt zwar wunderbar einen PS4-Controller, aber die Icons sind halt falsch. Genau, es ist wirklich so, es ist bei mir, ja, Quadrat, was ich drücken muss für X. Das hat mich das letzte Mal verwirrt. Kein Wunder, dass ich so geloost habe. Das heißt, ich konnte mich gar nicht richtig in die Kurve lehnen, nämlich. Ja, ist schon ganz anders. Okay, ich habe jetzt zwar das hier nicht erwischt, aber es sieht tausendmal besser aus. Ja, tausendmal besser, wirklich. Ups, ich erwische es gerade halt nicht alles. Ich glaube, es ist sogar besser, man geht dann lieber raus. Ah ja. Alles klar. Ja, ein bisschen Übung kann man natürlich noch sich holen, aber es ist um einiges leichter, glaubt mir. Man sieht ja bereits den Unterschied. Einfach weil er sich jetzt in die Kurven lehnt. Das letzte Mal bin ich quasi immer dagegen gerannt. Habe ich dann total gewundert, weil ich halt X gedrückt habe statt Quadrat. Ja gut, ne? Wenn da X steht, dann denkt man sich halt so instinktiv, okay, wird schon richtig sein. Warum passiert da nichts? Verdammt. Aber alles klar, Leute. Wow. Ah. Gut, geht noch. Alles klar. Man muss ja nicht alle treffen. Alles klar. Aber es war jetzt auch sehr leicht natürlich. Ich hätte den sogar fast noch überrundet, lol. Okay. Ja gut, na, so ist es natürlich ganz anders. Neuer Rekord, ja schön, ist wahrscheinlich nicht so besonders. Hätte man trotzdem noch viel optimieren können, aber es passt schon. Ist okay, erster Platz, also was will man mehr? Ihr habt euer Ross meisterhaft beherrscht. Ja, der Sieger der Bronzeliga erhält einen Preis, die Schleimohrringe. Und ein Klumpen Kupfererz. Die Silberliga steht uns jetzt auch offen. Okay, sehr, sehr schön. Das werden wir doch gleich mal ausprobieren, oder? So, okay. Ja, die Silberliga. Da kriegt man eine Galopolis-Tracht, okay. Ist das dann auch was ich ausrüsten kann, dass es das Design ändert? Wir werden sehen, Leute, wir werden sehen. Bin neugierig, aber ich bin mal gespannt, ob später auch noch mehr dazu Team. Keine Ahnung. Genau, die Silberliga. Ändert sich dann auch der Kurs? Das werden wir dann gleich feststellen. Finde es immer noch ein bisschen schade, dass ich dann halt damals das Rennen nicht gleich als erster bestanden habe. Aber mein Gott. Es ist passiert und wir wissen jetzt, woran es liegt. Wow. Was geht denn bei euch hier ab? Er hat erstmal sein Nitro ausgepackt, Leute. Oh Gott. Nitro-Pferde. Wow. Ist das der längere Weg? Ich glaube schon. Verdammt. Ach so, wenn man da springt, ah. Oder war das jetzt der längere Weg? Nö, weil ich bin Erster. Okay. Ah,
Das sollte man halt wirklich hier erwischen. Ja, das sind immer die Sprünge. Wow, 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 wow. Aber es geht anscheinend ganz gut gerade. Aber keine Ahnung, wie weit die dran sind, ehrlich gesagt. Wie immer die Kampfmusik gleich kommt. Keine Ahnung, ob das die beste Idee ist oder nicht. Weiß nicht, wie viel das andere wegnehmen würde, ehrlich gesagt. Aber das war ja auch total easy. Ah ja, da hinten ist einer. Also es war einigermaßen nah noch dran, aber es ging schon ganz gut, würde ich sagen. Sehr schön. Jawohl. Mal so ein bisschen Pferderennen nebenbei und das war echt voll leicht. Das ist halt echt so. Jawohl, die Galopolis-Tracht. Und wir kriegen auch noch einen Klumpen Silbererz. Okay, das ist interessant. Kriegen wir das immer? Weil dann könnte man hier natürlich ein bisschen Silbererz farmen. Wenn man das jedes Mal bekommen sollte. Okay, wir gucken mal ganz kurz, was es mit der Galopolis-Tracht auf sich hat. Ist das theoretisch vielleicht wirklich so, dass ich... Ja, in der Tat. Und es ist sogar sehr, sehr gut, dass man das hat. Okay. Oha, ja, das sieht doch mega aus. Ganz im Ernst. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Oh, ich habe immer noch das Bronzeschwert. Ich wollte doch eigentlich das Eisenbreitschwert ausrüsten. Schon längst. Meine Güte. Die Silberplatte würde ich auch mal ganz gerne tauschen irgendwann. Aber egal. Yeah, Leute. Ja, das gefällt mir viel besser. Eine richtige Ritteruniform. Und die macht auch den richtig schönen klassischen Lärm, wenn man sich damit bewegt. Sehr cool. Wir wollen dann mal nach draußen. Ja, wir gehen raus. Alles klar. Ja, cool. Verlaufen, als ob. Wir haben gerade die Silberliga gemacht, ja, Typ. Na, was ist denn jetzt noch los? At last! I was beginning to think you would snuck out through the stage door. Huh? Ow. Hey! You again. What do you want this time? Er ist wieder da, Leute. Tada! Mit seinen tollen Sounds. Oh, don't be coy, darling. I want to come with you, of course. You should never have told me about your heroic quest if you didn't want me to tag along. What are you talking about? You can't just decide to come with us. This isn't a game. Believe me, honey, I know it isn't. I've seen my fair share of fun and games on my travels. What kind of jester would I be if I hadn't? But I've seen tragedy too. People attacked by monsters, all kinds of awful things. You know, my dream has always been to build a wonderful theater. Somewhere I can put on performances that will make millions smile. But how can I do that if this dark one of yours is going to be out there making people's lives awful? What I'm trying to say, darlings, is that we all want the same thing. So you see, I have to come with you. Oh, don't all squeal at once now. Ach du meine Güte, Leute. Ronaldo schließt sich der Gruppe an, okay. Gut, jetzt haben wir auch noch einen Narren dabei, alles klar. Wird ja langsam eine echt wilde Gruppe. This guy really doesn't take no for an answer, huh? Guess I'm part of the gang now. Yay! So, tell me, what's our next move? Well, to get to Yggdrasil, we're going to need the Rainbow. And it seems that a traveling merchant has taken it to Gondolia. Gondolia? But honey, that's a port town. He's probably hopped on a boat and set sail by now. That's true. Well, then we'll have to buy tickets for the ferry, and... The ferry? Please, darling. We don't have time to be riding the ferry with the little people. Well, what's your bright idea, then? I was thinking a ship of our own might be more chic, no? And luckily for you, I happen to have picked up a lovely little number in the end of season sales. What? You've got your own boat? That's amazing! You're going up in my estimation by the minute. You
really be willing to let us use your ship, Mr. Sylvander? But of course, sweetie. That's what friends are for. And guess where the old girl is dog, hmm? No? Why, Gondolia, of course! Lucky! So what are we waiting for? The ocean beckons, shipmate! Westward ho! Oh mein Gott, dieser Typ, ne? Lucky! Oh Gott, das fünfte Rad am Wagen. Mit Rionaldos Beitritt ist eine Gruppe auf stolze 5 Mitglieder angewachsen. An einem Kampf können aber leider nur immer bis zu 4 teilnehmen. Ja, das ist bekannt. 2 Gruppen werden wir also bekommen mit der Zeit. Wobei ich da sagen muss, das lässt interessanten Spielraum, weil man hat ja viele schon im Trailer gesehen, ihn ja zum Beispiel auch und so und auch im Opening etc. Weiß man ja alles schon, aber bin mal gespannt, was da sonst noch so kommt. Ach so, Rionaldo wird mir jetzt gar nicht angezeigt hier an der Seite, okay. Der ist allerdings auch schon ein bisschen weiter von seiner Stufe. Denke mal, das Spiel macht daran auch so ein bisschen aus, welches Minimumniveau man jetzt haben sollte vielleicht. Oder eher das gewöhnliche Niveau. Dementsprechend trainiere ich auch erstmal meine anderen noch, bevor ich jetzt ihn trainiere. Aber wir können natürlich im Charakterbaukasten mal nachgucken und uns austoben. Er hat Schwerter, Messer, Peitschen, Geschmeidigkeit und Bühnentalent. Was ist das denn hier? Akrobatische Talente und Werteboni. Okay, Flinkheit und Charme. Bühnentalent. Ah ja, das könnte auch interessant sein. Lasst mal sehen. Giftiges Zeichen der Zuneigung. Oh, Charme plus 40 ist viel. Kann alle Feinde verwirren, ist ganz nett. Ah, der Muntermacher. Oh, okay, ich sehe schon, das sollten wir vielleicht relativ schnell hin. Ja, das ist nochmal sehr, sehr mächtig. Vor allem bei allen, ja, das werden wir wahrscheinlich auch viel schneller dadurch bekommen, als halt eine Multiheilung zum Beispiel. Das wird auf jeden Fall ein Talent sein, das ich anstreben werde. Oh, beidhändige Begabung, ist das interessant. Führen an der Waffe sowohl in der linken als auch in der rechten Hand. Cool. Bombardiert einen Gegner mit Gesten der Zuneigung und Teil einer Koop-Kraft ist auch noch. Der Muntermacher anscheinend nicht, das ist auch interessant immer zu sehen. Hiebe der Liebe, meine Güte. Ja, ja gut, jetzt kommt hier natürlich das ganze krasse Zeugs für Peitschen und so. Schützendes Schwert, Metallhieb, Drachenhieb, alles klar. Sternenschmalzer, Schnalzer. Blendentelle, Peitsche, wie auch immer. Angriffskraft mit Messern, Flammenhieb, Hypnopeitsche, okay. Ganz interessant. Ich denke aber fast, also ich werde da glaube ich wirklich nach unten erstmal gehen. Und dann wollen wir mal sehen, in welche Richtung es geht. Ich glaube, Messer spare ich mir bei ihm mal. Könnte mir aber bei ihm, oh, er hat Thanatos-Terror, oh, interessant, das ist sehr gut. Gar nicht übel, gar nicht übel. Trotzdem, ich glaube, bei ihm könnte ich mir eher vorstellen, dass wir mal Richtung Peitschen gehen, dass wir ein bisschen mehr Möglichkeiten einfach haben. Das hier ist natürlich ein sehr teures Talent. Allgemein hier unten ist alles sehr teuer. Allerdings lohnt es sich halt, denke ich, auch ziemlich. Leute, ich denke, das ist es auch. Das sollten wir, glaube ich, anstreben hier. Weil ich denke, wenn wir eine schnelle Multiheilung haben, quasi über den Muntermacher zumindest schon mal, das dürfte uns sehr früh schon gute Vorteile bieten. Deswegen werde ich auch darauf einfach nur sparen jetzt. Das scheint mir einfach am logischsten zu sein. Ich meine, 70 LP für alle. Auch wenn es noch ein bisschen dauert, aber selbst dann ist das immer noch verdammt viel. Erstmal zu Beginn so. Da ist das wirklich ordentlich. Ja, das sieht doch schon viel besser aus, auch wenn du mit dieser Uniform hier auf dem Ross dich befindest. Das ist doch super. Mega, Leute. Richtig gut. Freut mich. Genau, und ich denke halt, jetzt sind wir doch dann gleich wieder an dieser Stelle mit diesen komischen Kaktuskugeln, ne? Und dann machen wir es halt einfach so, dass wir hier ein bisschen gucken. Ah, hier wäre jetzt auch ein Lagerplatz, aber anscheinend ist dieser Typ nicht da. Oder doch, da drüben ist er. Ah ja. Mein Bogen, das hier ist viel anderes, gibt aber meiner, dieser ist mein bester Freund. Mein Bogen ist mein Leben, er ist ihn meistern, ich muss, wie mein Leben meistern, ich muss. Erzählt mir von dir, der Meister hat ein vielversprechender junger Scharfschütze, du sollst sein. Ist er jetzt ernsthaft an Yoda angelehnt? Ich meine, so designtechnisch ist das ja durchaus nicht so weit fern. Aber sich die Frage stellt, wie viele der Ziele, die verborgen sind in dieser Region, du treffen kannst wohl. Immer noch nichts bewiesen, du hast dein Geschick als Scharfschütze. Noch übrig sind 5 Ziele, ja. Alle 5 aufspüren du musst, finde sie, zerstöre sie, dann kehre zurück hierher. Deine Liebe zu deiner Armbrust, zur Bogenwaffe, zur Schießkunst, so beweisen du musst. Tu dies und eine wunderbare Belohnung ich dir geben werde. Okay. Wie genau können wir die jetzt eigentlich ausrüsten? Wie benutze ich denn die Armbrust?
Ich habe keine Ahnung gerade. Ist die hier dabei? Ja. Oder geht das dann automatisch? Ich meine, ich sehe gerade natürlich absolut gar nichts. Und ich weiß auch nicht, ob die mal irgendwo hoch oben sein könnten oder was weiß ich. Ich muss mich mal genauer in der Gegend umsehen. Das werde ich sowieso wahrscheinlich jetzt tun, denn hier werde ich speichern. Und beim nächsten Mal gucken wir, dass wir die Kaktuskugel-Quest gleich noch erledigen. Und dann erst, wenn wir damit fertig sind, wollen wir weiter natürlich und uns aufmachen nach Gondolia. Insofern natürlich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Dragon Quest 11, Leute.